Mein Vater war schon ein Autonarr und ich war einfach immer autobegeistert von jung auf an. Den Z1, den habe ich auf einem Foto gesehen und da habe ich spontan den Entschluss gefasst, dieses Auto muss ich haben. Es war einfach nur das Design, was mich begeistert hat. Qualitativ war BMW ja sowieso immer Spitzenklasse, sodass man sich da keine Gedanken drüber machen musste. Beim Z1 hat es geklappt. Ich habe einen der ersten gekauft. Ja, und den Vision, den fand ich so sensationell, dass ich den eigentlich haben musste. Keiner wusste, ob der je gebaut wurde. Da bin ich an einem Samstag, ich glaube der 31.10.2010, zu BMW gegangen. Da war ein netter Verkäufer und ich habe ihm gesagt, ich möchte heute eine Option haben auf dieses Fahrzeug. Und dann langsam kamen ja die Gerüchte, dass er gebaut werden sollte. Und ich hatte natürlich gehofft, es wird ein 10-Zylinder. Nun ist ein Hybrid geworden mit zwei Motoren, einem elektrischen und einem Benzinmotor. Aber die Harmonie, die BMW da entwickelt hat, ist einfach sensationell. Dieses Auto lässt sich mit anderen Sportwagen eigentlich nicht vergleichen. Es ist ein ganz neues Konzept und ich hoffe, dass noch viele Leute das erkennen werden, dass dieses Fahrzeug etwas ganz Besonderes ist.